Seit über 2000 Jahren feiern die Christen an Ostern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Dieses Geschehen hat Künstler aus aller Welt inspiriert. Und wir laden Sie jetzt ein auf eine Entdeckungstour durch das Depot des Freisinger Diözesanmuseums. Ein kleiner Rundgang hinter die Kulissen. Ja, im Freisinger Diözesanmuseum mit Dr. Christoph Kürzeder. Wir dürfen mit Ihnen jetzt dann gleich durch die Sammlung, durch das Depot gehen hier in Freising. Zurzeit ist das Diözesanmuseum ja geschlossen. Und schauen uns um, was hier alles zu sehen ist zum Thema Passion, zum Thema Ostern. Und Sie zeigen uns ein paar wunderschöne Kunstwerke, nehme ich an. Ich freue mich sehr drauf. Dankeschön. Und wir fangen hier jetzt gleich an. An diesem Werk wird nämlich gerade auch gearbeitet, Dr. Kürzeder, oder? Hier haben wir eigentlich das älteste Tafelbild hier in der Sammlung. Es ist um 1409 entstanden. Wir sind in der frühen Zeit auch der Malerei hier ganz regional, nämlich München. Wir wissen auch, wo es ursprünglich, für was es geschaffen wurde, nämlich für eine Kapelle in der Münchner Frauenkirche. Mhm. Und dort wollen die Münchner reichen Bürger, die Eliten, sich auch verewigen. Mhm. Und das ist eines dieser Bilder, ist ein Stifterbild. Der Name der Stifter ist in München geläufig, denn eine Straße und ein Platz sind benannt, nämlich die Sendlinger. Mhm. Und so heißt diese wunderbare Tafel, dieses Gemälde, die Sendlinger Tafel. Mit der Kernszene des Christentums überhaupt, nämlich Christus am Kreuz, die Kreuzigung Christi mit Maria, seiner Mutter, und dem Jünger Johannes. Ja, wir sind jetzt in einer Zeit, in der die Malerei, und das sieht man hier ganz schön, zwar immer noch einen Goldgrund hat. Der Goldgrund will natürlich auch die Würde des, und die Bedeutung des Dargestellten unterstützen. Ist natürlich der Göttlichkeit Jesu und diesem Geschehen geschuldet. Und der Inhalt der Andacht ist klar. Ein Mensch stirbt diesen grausamen Tod. Er hat, seine Augen sind gebrochen, die Seitenwunde. Es ist der tote Christus am Kreuz. Und da gibt es hier eine unglaubliche Szene. Kennt man schon aus der italienischen Malerei in der Zeit, und das wird adaptiert, nämlich sogar im Himmel weint man, ob dieses Geschehen ist. Also die Engel, die sind betroffen, sind trauernd, vergießen wie auch die Menschen hier, Maria und Johannes, Tränen, sie sind also alle betroffen. Und das auch, dieses Bild, was jetzt über 600 Jahre alt ist und wie ich finde, von seiner Faszination nichts verloren hat, von dieser Innigkeit, und es hat eine Form von Qualität, die wir eben zeitlos nennen würden, weil es unmittelbar diese Botschaft transportiert. Ja. Noch dazu für die Münchner heute noch zentrale Kirche, die auch immerhin auch geschafft hat, mit ihren welschen Hauben zum Logo Münchens zu werden. Genau. Gut. Ja, vielen Dank. Dann schauen wir uns jetzt den Rest an. Was heißt den Rest? Bei diesem ganzen Rest ist gut. Nein. Wir arbeiten uns durch. Und so war, haben sich sowas Menschen zu Hause hingestellt oder was? War das jetzt? Das ist nämlich auch interessant. Also zum einen sind das, sage ich mal, Kunstkammerobjekte für den kleinen Geldbeutel. Das waren diese Geduldsarbeiten, die man. Klöster, oder? Oder wie hast das ist eher Heimarbeit, Bayerischer Wald oder Berchtesgaden. Oder so. Die waren auch bekannt dafür. Aha. Ich muss ja in diese kleinen Flaschen, diese kleinen Kunstwerke einbringen. Und da sehen wir jetzt einen kleinen Kavalienberg mit wieder den Arma Christi. Und das waren schon das kleine Andachtsobjekte. Hier ganz kurios, der spielt der Orgel, oder? Und dann ist dahinter auch noch der Altar mit den vielen Kerzen. Interessant. Also man konnte sich quasi auch das, man hat sich dann Ostern oder die Auferstehung irgendwie heimgeholt, so wie man sie nicht mehr das Wachsteckerl vielleicht geholt hat. Die Menschen hatten immer schon das Bedürfnis, dass sie daheim auch etwas haben, was sie in ihrem Glauben bestärkt. Das ist natürlich
ein ziemlich aufregendes Stück. Da ist sehr viel drauf. Eigentlich wie eine Kastenkrippe. Da tut sich's und dir. Wirklich so dieses große Heilsgeschehen ist hier in geraffter Form dargestellt. Mit allem, was man zu bieten hat an Leidenswerkzeug und an Kelch des Abendmahls, Schwert mit dem Ohr. Ja, genau. Ja, in die Ölbergszene. Und die Hand, die dann Ohr feigt. Also es ist ja alles, die einfach so rauskommt aus dem... Aus dem Theatervorhang oder was das ist da oben. Ein bisschen was ist hängen geblieben. Ja, aber so geht's nämlich. Und dann erinnert man sich wieder. Dann kommt man ins Gespräch über dieses... Dann beginnt die Geschichte plötzlich wieder irgendwie sich zusammenzusetzen. Ja. Und das ist natürlich die Wirkung auch historisch schon gewesen, diese Objekte. Das ist so typisch. Konnte was privat? Ja, das war sicher privat. Ja, ja. Kann man sich eher an so einem größeren Hof vorstellen und war sicher das zentrale Altärchen. Und das dringt ja auch ein. Also, mit diesen, also wenn ich mit sowas aufwachse, habe ich natürlich auch diese Bilder im Kopf. Das ist das Unterricht, das ist Religionsunterricht in der Familie. Ganz genau. Mit wer sich's leisten konnte oder und es ist schön gemacht. Tja, scheint ein großes Thema zu sein, Ostern in der Kunst. Einer, der sich damit bestens auskennt, ist der Direktor des Freisinger Diözesanmuseums, Christoph Kürzeder. Meine Kollegin, die Andrea Hagen, hat ihn getroffen und sich einige herausragende Exponate zeigen und erklären lassen. So, wo sind unsere ganzen Monstranzen her? Silber und Gold, unsere wertvollen Dinge. Ich glaube, da haben wir mehrere. Die sind verschlossen wahrscheinlich oder eingeschlossen. Ah, ja, wunderbar. Passt. Passt. Dann müssen wir die Kastenkrippen ein bisschen, dass wir reinkommen her, schön lieber. Das kenne ich gar nicht. Wo waren das? Haben wir das gekauft? Ah, bei der Frau Brunsch. Ja, genau. Ach, das ist ja toll. Das ist eigentlich eine Passionskrippen. Das ist jetzt eine sogenannte Passionskrippe, simultan. Und was an der so schön ist, also zum einen, das ist ganz viel mit Textil gemacht, also die ganze Landschaft, das ist alles Stoff. Ach so. Und die Figuren sind zwar aus Papier und gemalt, aber die Kleider sind jeweils aus Textil gemacht. Was? Und das ist eine Simultankrippe, also das bedeutet, es sind mehrere Ereignisse der Passion Christi in einem Bild dargestellt. Also es ist wie eine Bildergeschichte. Aha. Die beginnend hier bei der Verurteilung Jesus vor Pilatus und dann eben über Kreuzweg, die, genau, also der ganze Kreuzweg ist dann hier dargestellt. Also von der Verurteilung, der ganze Kreuzweg bis nach Golgotha, bis zur Kreuzigung und dann auch noch das Grab Christi. Christi, genau. Es ist ja wie ein kleiner Comic. Also es ist wirklich eine Geschichte, die erzählt wird. Von wann stammt das? Das ist bestes Mitte 18. Jahrhundert, haben wir jetzt erst im Kunsthandel erworben. Mhm. Und ist eigentlich in der Form relativ selten auch zu erhalten. Ja. Wir sind in einer Zeit, in der Menschen, in dem Bilder ja doch selten sind. Der normale Mensch, sage ich mal, der Tagelöhner, der Bauer, der Handwerker, die haben ja relativ wenig Bilder, wenn überhaupt, in ihrem Umfeld. Die Bilder sehen sie in den Kirchen, im öffentlichen Raum teilweise. Und so was Theaterhaftes ist natürlich beeindruckend dann. Das ist und es gibt natürlich, heute sind wir da natürlich verwöhnt oder vielleicht auch unser Blick schon fast ein bisschen abgenutzt, aber historisch sind es für die Menschen beeindruckende Bilder, weil so eine kleine Welt, ich tauche irgendwie auch in diese fremde Welt ein. Und eben ein Kreuzweg als Kastenkrippe ist eigentlich sehr selten. Ja. Schön. Also das nächste, was Sie uns jetzt raussuchen, ist ein... Das ist ein Gemäldepaar. Okay. Und zwar von einem bedeutenden Künstler der Münchner Spätgotik, über den wir leider sehr wenig wissen, Jan Pollack, der ja auch für
die wichtigen und großen Kirchen Münchens gearbeitet hat, also für die Frauenkirche, für die Franziskanerkirche, für St. Peter, eigentlich der Maler des ausgehenden Mittelalters ist. Wir sind um 1500 in einer Zeit, die geprägt ist eben durch große Umbrüche, kulturgeschichtlich, aber eben auch ganz stark frömmigkeitsgeschichtlich. Und virulent ist die Frage, wie kann ich Heil erlangen? Es gibt Krieg, es gibt Seuchen, es gibt Unfrieden zwischen Menschen. Also das, was wir erhoffen, einen paradiesischen Zustand, ein leichtes Leben oder ein sehr entspanntes wünscht, Leben. Egal, wann er gelebt hat oder wann er lebt. Gell? Ja. Das sind die großen Fragen. Und da ist natürlich das Christentum mit diesem, mit dem Thema des Leidens, dass nichts in Christus eben kein nur grausam sinnloses, sondern ein Leiden ist für eine Sache, die uns Menschen alle betrifft, nämlich die Überwindung dieser Grausamkeit, des Leidens, der Ungerechtigkeit. Es ist ein geschundener, leidender Mensch, ausgezehrt, der von den Wunden gezeichnet ist. Ziemlich heftig, man sieht hier diese Lederpeitsche mit diesen kleinen... Nägel, gespickte... Das tut weh. Ja, das sieht, beim Hinsehen tut es einem schon weh. Ganz genau, ziemlich grausam. Dieses Bild, was eigentlich den Titel hat, Erbarm dich meiner, miserere mei, es bedeutet, du blickst auf mich und hast Erbarmen mit mir. Also es weckt Gefühle, Empathie und andersrum eben auch. Es geht ja um die Kommunikation. Und damit beginnt diese Wechselseitigkeit, indem ich Christus erlebe als den Leidenden, erlebe ich ihn auch als den Mitleidenden. Und da kommt Maria ins Spiel. Da ist Maria wunderbar vom Jan Pollack. Man sieht die Tränen, man sieht das in sich Gekehrte. Und hier ist Trauer die erste Reaktion, die wir Menschen alle kennen. Und Maria steht hier beispielhaft für uns alle. Bezeichnet man sowas jetzt auch als Gemälde oder ist es, oder wie sagt man dazu? Der Fachbegriff ist Tafelbild, weil Tafelbild. Es ist auf Holz gemalt. Wollte ich gerade auf Holz gemalt. Genau, es ist auf Holz gemalt. Bei unserem Bilderschatz, den wir hier haben im Museum, das sind ja meistens, oder sind die längste Zeit Bilder für Menschen gewesen, die weder große theologische Bildung hatten, noch auch, auch die biblische Geschichte irgendwie, aber doch wieder irgendwie nicht kannten, denn immerhin der Ritus ist in einer für sie fremden Kultsprache, nämlich Latein. Es müssen schon Bilder sein, die Menschen unmittelbar erreichen. Ansprechen einfach. Und das ist die Herausforderung an die Künstler auch immer gewesen. Ja. Wo hingen die nochmal? Also, in welchem Kontext, da gibt es Spekulationen, aber sicher in München. Die wurden aus einer Sammlung in den 90er Jahren erst erworben. Aus einer großen, bedeutenden deutschen Sammlung, aber die, wo sie ursprünglich waren, können wir heute nicht mehr rekonstruieren. Sehr schön. Wunderbar, vielen Dank. Ein bisschen sehr lang geworden, aber gut. Macht nichts. Tja, und im dritten Teil unserer Kirchenreportage wird es blutig. Es geht um das Leiden Christi vor Ostern in der Kunst. Es geht um offene Wunden, Bußgürtel und Folterwerkzeuge. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu den Skulpturen. Ja. Da ist jetzt was sehr Schlimmes. Das ist ein typisch mittelalterliches Bildnis eines, der Schrecken des Todes. Da wird klar gesprochen sozusagen. Die Menschen haben das ja erlebt dauernd. Also der Tod ist ja ungleich näher als heute. Das heißt, auch schon Kinder sind öfters beim Sterben dabei gewesen, sehen, wie das ist und was das für ein, was das auch mit den Menschen macht, wie hier schon mit diesen starren Gliedern. Eine ganz typische Situation. Ja, weil es geht alles zurück quasi, medizinisch gesehen, auch bei den Füßen sieht man es auch gut. Ist unglaublich gut beobachtet von den Bildhauern. Und dieser erschreckende Realismus soll die Menschen natürlich noch mehr näher an diese Christusgestalt in seiner menschlichen Verfasstheit. Also das ist auch wieder ein Bild, das ja nicht sagt, ich bin Gott und mache jetzt sozusagen mein Heilswerk, aber eigentlich bin ich Gott und mache jetzt ein bisschen auf Mensch, sondern ganz klar,
Er ist Mensch und er leidet als Mensch und kennt daher unsere Schmerzen. Mhm. Und das ist schon, sage ich mal, mit offenen Karten gespielt. Mhm. Aber ich denke, näher kann einem sozusagen diese Drastik des Todes fast nicht gebracht werden. Mhm. Und das immerhin an der Heilsgestalt. Mhm. Also, Wo stammt das? Haben wir auch, wir haben es in einer Auktion in München gekauft vor ein paar Jahren. Mhm. Wir wussten aber, wo es her ist, nämlich aus einem Frauenkloster. Das ist ganz typisch, dass solche Dinge, sage ich mal, trotz Säkularisation im geschützten Rahmen von Klöstern doch überlebt haben. Die sowas war auch unattraktiv sozusagen für einen Kunsthandel. Haben dann aber irgendwann damit auch nichts mehr anfangen können. Vielleicht eben wegen dieser sehr drastischen Darstellung. Okay. Echt. Wahnsinn. Toll. Ja, da haben wir sehr, im Team waren wir uns nicht einig, ob wir es kaufen sollen. Das war gar nicht so unumstritten. Und da haben wir erst im selben Kloster haben wir noch Pietà gekauft, eine sehr frühe. Die ist jetzt hier drüben in der Johanneskirche. Also auch sehr schön. Ja, es ist unglaublich. Geht immer ein bisschen unter hier, schade. Ja. Ja, jetzt werden wir tief in die Leidens... Thematik einsteigen und da haben wir jetzt genau sowas, von dem ich gesprochen habe, nämlich der absolut, also schlimmer geht es eigentlich nicht mehr. Okay. Wir haben im ausgehenden Mittelalter eine starke, und zwar eine sehr starke Bewegung der Compassio, also des Mitleidens, das so weit geht, dass Christus mit seinen Wunden in exzessiver Form gezeigt wird. Also hier ist ja fast keine Stelle mehr des Körpers heil. Ja, es ist der bis fast zur Unkenntlichkeit eines menschlichen, entstellten Körpers. Ja, ja. Ja. Das Bild in der Zeit ist, ich füge Christus mit meinen Sünden diese Wunden zu. Mhm. Denn warum muss er denn leiden? Mhm. Ja, weil ich so böse bin. Also die großen Themen der Passionszeit waren früher ganz stark diese immer wieder die Selbstreflexion im Hinblick, Christus, was tue ich dir damit an, sozusagen, mit meinem Leben. Und es geht hier weiter. Also was hier natürlich das große Thema ist, die Nachfolge ist nicht nur ein intellektuell, emotional, spirituelles Programm, sondern auch ein ganz leibhaftiges. Aha. Also sprich, das Tragen von Bußgürteln, wie hier ist schon ziemlich hart. Also das sind Bußgürtel, die man entweder um den Oberschenkel getragen hat oder, wie wir es von der heiligen Hildegard wissen, dass sie das um einen härenen Bußgürtel um ihre Taille sozusagen getragen hat. Das sind also schon Objekte, mit denen besonders im klösterlichen Kontext sich die Mönche und Nonnen so weit in die Passion identifiziert haben, dass sie selber diese Schmerzen auch leibhaftig erleben. Man wollte sich ins Leiden total hineinversetzen, oder? Also damit, Wahnsinn. Und wie nennt man diese Bilder, die da... Motivbilder. Das sind fast nur Motivbilder. Motivbilder, okay. Genau. Wo jemand... Da ist zum Beispiel natürlich ganz was Ambivalentes auch. Das ist ein kleines Kupferbild aus dem 17. Jahrhundert. Und man lächelt heute ein bisschen drüber, aber es ist natürlich die Aussage, dass Christus, mal wie alt ist er? Pubertät? Ja, gerade davor, genau, mit seinen langen Lockerl, also vielleicht ist er 9, 10, also noch ein bisschen ein Knabe. Mhm. Und der schultert hier ein Kreuz Leiter und Speer. Also, und hier hat er Werkzeuge, nämlich Nägel, Hammer und Zangen und, ungewöhnlich. Sind seine eigenen Leidenswerkzeuge. Natürlich ist Christus kein normales Kind. Jesus ist nicht einfach ein, das ist ja schon bei der Geburt und vorher. Und jetzt kommt dieser Moment des immer schon Wissens um das eigene Schicksal. Ja, der Appell an uns ist, gedenke, auch du bist sterblich, auch du wirst in diesem Leben mehr als Probleme haben, sozusagen. Also insofern würde ich sagen, ist es ein Bild, das... Super. Also gefällt mir jetzt spontan total gut, weil es so weise ist. Ja, schaut so harmlos aus. Schaut harmlos aus, aber wenn man genau hinschaut, irgendwie dann... Ja, ungewöhnlich. Also insofern haben wir schon Dinge, toll. Die... Also das ist sehr schön. Die einen auf seltsame Weise berühren. Ja,
Tja, vielen Dank an die Kollegen der Kirchenredaktion.